Liebe Freunde, hier ist euer Steinmalen. Wir sind hier im Herzen von Armags Grab angekommen. Wir haben uns den Weg freigequatscht und konnten jetzt offenbar in die Grabkammer selbst eintreten. Und da bin ich gespannt, auf was wir dort treffen werden. Denn derjenige, dem wir hier folgen, der vermeintliche neue Armag, der ist da zwar auch reingegangen, aber nie wieder rausgekommen. Und ja, was ist mit ihm passiert? Ich bin gespannt. Eine Sache will ich noch berücksichtigen, und zwar, ihr habt in den Kommentaren zu Recht darauf hingewiesen, dass ich doch nicht so mit Entweder-Oder denken soll, was hier diesen tollen kriegsbemalten Schädel angeht. Ich wollte ihn ja nicht anlegen, weil Valerie unsere Ministerin ist hier und das Charisma braucht. Aber ihr habt natürlich recht, man kann es ja einfach in schwierigen Situationen anlegen und dann wieder ablegen, wenn man unterwegs ist, beziehungsweise... Naja, wenn man eben die Ministerfertigkeiten braucht. Also so werden wir das tun. Ich hoffe, ich denke dran. Das ist so ein bisschen der kritische Punkt an der ganzen Sache. Okay, schauen wir uns um. Gehen wir mal ein bisschen weiter nach vorne. Und wir sehen hier erstmal einen riesigen Thron. Und was sehen wir noch? Du nimmst den Geruch von Weihrauch in der abgestandenen Luft wahr. Hier geht es jetzt erstmal irgendwie nicht weiter. Hier liegt noch eine Leiche herum. Mit goldenem Tang. Oh, wir haben irgendwie eine sinnlose Tatsche aufgenommen. Naja, egal. Zorek. Also es scheint einfach noch einen anderen Eingang, oder... Ah, schaut mal, das ist der Ort, wo es weitergeht. Alles klar. Aber hier ist noch ein Geheimnis, das wir lüften können. Beziehungsweise wir finden hier nochmal einen Lederfetzen. So, die Tür ist geöffnet. Was finden wir dahinter? Okay, da ist er, dieser verrückte Armag. Und er hat offenbar, also der neue Armag, auf jeden Fall hat er, so sieht es zumindest aus, dieses Schwert in der Hand, was wirklich beeindruckend leuchtet und schimmert und chaotisch glitzert, was auch immer. Das Grab des großen Häuptlings riecht nach Tod. Nicht nach dem alten Tod des Häuptlings selbst, sondern nach frischem Tod. Der Raum ist mit verstümmelten Leichen übersät, deren Blut den Boden tränkt. Du erkennst nur mit Mühe, dass vor dir die Überreste von Menschen liegen. Sie waren allesamt Mitglieder der Tigerherren, der Barbaren, die ihrem Anführer in dieses Grab gefolgt waren, um dort von ihm getötet zu werden. Armag selbst steht mit einem blutverschmierten Schwert in der Hand in der Mitte des Raums. Er keucht wie ein gehetztes Tier und lässt seine Augen ziellos durch den Raum schweifen. Seine Stimme klingt heiser, als er einer schlanken, in einen grauen Umhang gehüllten Frau abgehackte Sätze entgegenschleudert. Die gelben Augen der Frau zeigen keine Anzeichen von Furcht, während sie den Häuptling durch die Schlitze des Schleiers, der ihr Gesicht verhüllt, beobachtet. Lügen. Armags ganzes Leben eine Lüge. Armag ist nicht Armag. Das Schwert sagt, es ist Armag. Das Schwert. Es nennt Armag einen Hochstapler. Was jetzt? Was? Was tun? Wer ist jetzt Armag? Sei still, mein Junge. Beruhige dich. Du bist wirklich Armag. Niemand hat gelogen, aber deine Seele hat lange in diesem Schwert geschlafen. Es erkennt dich einfach nicht mehr. Aber das wird sich bald ändern und dann wird alles gut. Du weißt, du bist ein Held, ein großer Häuptling, der größte aller Häuptlinge, die je das Licht dieser Welt erblickt haben. Vergiss das nicht. Halte dich daran fest. Auf dich warten große Taten, bald schon, sehr bald. Schweig! Alles Lügen! Armag ist nicht einmal mehr Armag. Er war niemals Armag. Armag ist jetzt wie die acht Mütter, ohne Namen, ohne Stamm, ohne Bestimmung. Was ist geblieben? Was? Nur noch Vergeltung. Eieieiei. Okay, was haben wir denn hier? Okay. Wir haben Skelettstreiter. Berserker. Bogenschützen. Puh, ja, na gut. Dann würde ich mal Folgendes machen. Wir können doch jetzt diesen Schädel mal nutzen. Zwei Barbarengeister herbeirufen. Das Blöde ist, was bedeutet das mit Kampfrausch? Normalerweise heißt ja Kampfrausch, dass die Verteidigung geschwächt ist. Und das wollen wir ja eigentlich nicht. Das wäre ein bisschen blöd. Ja, was machen wir?
Was machen wir? Wisst ihr was? Wir gehen, glaube ich, erstmal mit Valerie ran. Das ist das Wichtigste. Und dann werden wir mit unserem Hund, glaube ich, mal die anderen Gegner, zum Beispiel die. Ja, ich würde gerne die Bogenschützen oder so angehen. Ja, gehen wir ein bisschen nach vorne. So, Harem hält sich hier erstmal seitlich. Unsere Fernkämpfer. Ja, als was gilt denn hier, Armag? Wartet mal. Ist der jetzt untot oder sowas? Nee, der ist einfach nur ein Mensch. Na gut. Dann denke ich, ist das unser primäres Ziel. Lindsay, die hat immer noch ihren. Ja, komm, Lied des Mutes ist zwar nicht mehr viel dabei, aber starten wir das Ganze. Und was ich allerdings machen sollte mit Waylon ist, glaube ich, mal Hast. Aber wir sollten dazu ein bisschen weiter nach vorne gehen. Okay, er macht einen Ansturm auf den Hund. Das ist doof. Das ist richtig doof. Damit ist der ganze Plan irgendwie hinüber. Dann lass uns den Hund mal kurz zurückziehen. Nock Nock bleibt mal kurz auch hier. Waylon wird jetzt mal Hast machen auf dieses Gebiet hier. Kann man das nicht mit Steuerung? Mir war so. Geht irgendwie nicht. War es Alt? Nee, eigentlich war es Steuerung. Shift? Auch nicht. Na gut, dann machen wir hier auf Valerie Hast. Das wird schon hinhauen. So. Okay. Was haben wir noch entdeckt hier? Irgendwie eine. Irgendwas haben wir entdeckt. Aha, nur ein Geheimnis. So, wo macht er jetzt seinen Ansturm? Immer noch auf den Hund. Naja, okay, dann haben wir ihn da hinten. Dauert noch eine Sekunde. Wird Valerie vorher da sein? Vermutlich nicht. Ja, dann ist vielleicht eine kleine Rollenverteilung. Da wird der Hund hier die Hauptlast der Verteidigung tragen. Dann ist das eben so. Gut, was hauen wir raus? Wir hauen jetzt mal, würde ich sagen, ein Gebet raus. Okay, dann kämpfe hier. Knock Knock. Bleibt dann sicherheitshalber mal hier, denn wenn der da anstirbt, ist Knock Knock der wichtigste Mann für diese Aktion. Ja, tatsächlich, er macht seinen Angriff. Na gut. Dann bleibt Valerie eben hier. Okay, und wenn sie da jetzt schon mal ist, dann macht sie diesen komischen Kampfrausch. Ich hoffe, den kann sie aktivieren. So, der Hund kriegt es jetzt ab. So, Knock Knock geht jetzt hier natürlich ran. Und was macht Harem? Harem macht das Gebet. Hast ist gewirkt oder wird. Ja, ist gewirkt. Sehr gut. Da, was können wir noch machen? Wir können hier unten natürlich ein bisschen helfen. Der Skelettstreit ist fast schon erledigt. Warum eigentlich? Hat das der Hund gemacht? Der Hund hat jetzt einen ziemlichen Schaden bekommen. Ja, ich glaube, Lindsay sollte mal. Oh, ich sehe gerade, wir haben hier nicht mehr viel. Schwere Wunden heilen. Komm, geh mal ran an den Hund. Der muss jetzt hier durchhalten. Das ist schon wichtig. Okay, wir haben jetzt einen schönen kritischen Treffer da hinten erzielt. Wisst ihr was? Dann hauen wir zumindest mal hier mit Flammen ein bisschen rein. Ja, das trifft doch einige, wenn wir den hier platzieren. Finde ich gut. So, der kriegsbemalte Schädel, war das jetzt ein Fehlschlag? Nein. Hier sind die Geister, die jetzt für uns kämpfen. Die Barbarengeister, das ist sehr gut. Valerie, okay. Okay. Gebet ist gemacht. Was machen wir jetzt noch? Wir könnten hier die Untote relativ. Ja, über positive Energie fokussieren. Dann würden wir aber hier den stärken. Tod den Untoten ist, glaube ich, ein bisschen fett. Flammenschlag ist eine coole Sache. Würde da aber auch treffen. Dann machen wir mal das hier. Innere Ruhe. Ja. Das ist ein ziemlich mächtiges Ding, wie mir scheint. Ah, sehr gut. Die machen alle einen Sturmangriff. Das ist ja fantastisch.
diese Barbarengeister. Das ist hervorragend. So, wir haben ein bisschen geheilt. Jetzt kommt... Oh, 96 kritische Treffer. Jetzt kommt noch der... Der konzentrierte... wie heißt der? Feuerball. Kontrollierter Feuerball. So, was ist los mit Armark? Er ist schon tot? Wow! Das war mit einer Aktion... Haben wir hier alles geklärt. Ich glaube, Harems Zauber hat auch seinen Teil dazu beigetragen. Okay, tot ist er nicht, aber besiegt. Der erschöpfte Barbar sinkt auf ein Knie, während das aus seinen Wunden sickernde Blut auf den Boden tropft. Er sieht dich nicht an. Sein Blick wandert durch den Raum und verharrt schließlich auf den Leichen seiner Stammesgenossen. Erweist euren Feinden Gnade, selbst einem so grausam wie diesem Wilden. Macht seinem Leid ein Ende, hier und jetzt. Ja, nee, wir müssen auf jeden Fall reden. Valerie, das ist jetzt wirklich wichtiger. Steht auf, wir müssen reden. Der Barbar hat große Mühe, wieder auf die Beine zu kommen. Seine blutverschmierten Augen zucken nervös, als er dich von Kopf bis zu den Zehen mustert. Was macht ihr hier? Armark, der große Häuptling vergangener Tage, wurde hier begraben. Armark, der große Häuptling der Gegenwart, wurde hier wiedergeboren. Er musste hierher zurückkehren, um sich mit seiner Seele zu vereinen, die in seinem Schwert schlummert. Um wieder ganz neu zu werden, um seine Macht wieder zu erlangen, um aufs Neue über das Land zu herrschen, um die Götter aufs Neue herauszufordern. Das haben die acht Mütter zu Armark gesagt. Sie haben gelogen. Die ganze Zeit haben sie gelogen. Wer sind diese gesichtslosen Schwestern? Die acht Mütter haben Armark gefüttert, erzogen und ihn alles gelehrt, was er weiß. Seit seiner Geburt kannte Armark keine andere Familie und keinen anderen Stamm. Sie erzählten Armark von seiner großen Vergangenheit und seiner noch größeren Zukunft, aber jedes einzelne Wort war gelogen. Armark war nur ihr Schoßhund. Er machte Männchen, wenn sie es verlangten. Er knurrte und zerfetzte ihre Feinde. Er hatte keine Ahnung, wofür oder warum er kämpfte. Okay, das scheint echt eine späte Erkenntnis zu sein. Eine Sache noch. Einmal hörte Armark, wie sie über eine andere Schwester sprachen. Die eine Schwester, der sie alle dienen. Als er nach ihr fragte, logen sie. Sie sagten, es gebe keine neunte Schwester, dass sich Armark wohl verhört habe. Damals hätte er erkennen müssen, dass er ihnen nicht trauen kann. Wer einmal lügt, wird es immer wieder tun. Warum habt ihr die Schwester getötet? Armark nahm das Schwert und sprach mit Armarks Seele. Das Schwert sagte, Armark wäre nicht Armark, sondern ein dummdreister Bengel. Der Zorn von Armark der alten Zeit strahlte wie eine Fackel in der Nacht. Alles Verborgene wurde plötzlich enthüllt, alles. Die acht Mütter haben Armark aufgezogen und ihm seit seiner Kindheit gesagt, Armark wäre ein großer Mann mit einer noch größeren Bestimmung. Lügen, Lügen, nichts als Lügen. Armark ist nicht Armark. Armark ist nur ein Spielzeug der acht Hexen. Aber das war einmal. Armarks Leben ist vorbei, aber wenigstens stirbt er frei von all den Lügen. Okay, also wenn er immer von Armark ist nicht Armark spricht, dann meint er unterschiedliche Armarks. Er hat verstanden, dass er tatsächlich nicht Armark ist, sondern, wie das Schwert ihm gesagt hat, irgendein dahergelaufener Typ. Das ist jetzt die große Erkenntnis. So viel Blut wurde für nichts vergossen und doch regte sich in meinem Herzen Mitgefühl für diese Person. Ein bitteres Los von jenen Verraten, die man für seine Familie hielt. Warum habt ihr eure Leute getötet? Der Barbar starrt auf das blutverschmierte Schwert in seiner Hand, als er die glänzende Klinge hebt, um sein eigenes Spiegelbild darin zu betrachten. Mit dumpfer und krächzender Stimme sagt er, Armark der alten Zeit, großer Häuptling der Vergangenheit, unbesiegbarer Held, Streiter von Gorum. Er diente allein Gorum, nicht sein Volk, nur Gorum. Er tötete weder, um seine Leute zu nähren, noch für Ruhm, Reichtum oder Macht. Nein, es war genau umgekehrt. Er nährte seine Leute, um sie zu besseren Mördern zu machen. Oha, noch mehr Erkenntnis. Die Klinge war durstig. Sie stillte ihren Durst mit dem Blut von Armarks Stammesgenossen. Der Armark der alten Zeit war ein großer Krieger, das ist wahr, aber er war ein schlechter Häuptling. Er schickte seine Leute ohne guten Grund in den Tod. Armark war kein Held. Armark war ein Sippenmörder. Warum habt ihr Brevoy angegriffen?
Die acht Mütter sagten immer, der heutige Armag sei ein großer Häuptling, genau wie der Armag der alten Zeit. Sie sagten, er könne jeden besiegen, sobald er seine Seele findet. Sie sagten, er müsse nur das Grab finden, dann könne er Restov erobern und danach ganz Brevoy, nur das Grab finden. Aber brauchte der Armag der alten Zeit ein lächerliches Grab? Nein, er kämpfte einfach nur und siegte. Wäre Armag wirklich Armag, würde auch er siegen. Aber dieser Armag ist nicht jener Armag. Er führte seine Leute in eine Falle. Er erkannte zu spät, dass er Restov nicht würde einnehmen können. Und dann sagten ihm die acht Mütter, sie hätten das Grab gefunden. Armag betrat das Grab, um stärker zu werden. Er wollte seine Leute retten und ihnen Ruhm und Reichtümer bescheren, doch alles, was er fand, war der Tod. Das haben der Armag der alten Zeit und der heutige Armag gemein. Wir finden immer nur den Tod. Jeder vermeintliche Sieg in sterblichen Angelegenheiten ist doch nur ein weiterer Schritt in Richtung Grab. So, jetzt können wir ihn sofort töten oder fragen, was er macht, wenn ich euch leben lasse. Ich finde das interessant. Er hat ja jetzt eine krasse Erkenntnis gehabt. Und mir scheint, dass er doch irgendwie einen moralischen Maßstab in sich trägt, wenn er sagt, dass der alte Armag ein schlechter Häuptling war. Möglicherweise könnte er ein interessanter Verbündeter werden für Waylon. Ich frage mal, was macht ihr, wenn ich euch leben lasse? Der Barbar senkt langsam sein Schwert. Die Seele, die in diesem Schwert gefangen ist. Seine Macht wurde sein Fluch. Doch der Fluch des Schwertes gab Armag auch Macht. Sein Zorn verbrannte alle Lügen und seine vermeintliche Bestimmung. Armag sieht die Dinge jetzt klar. Armag wird seine eigene Bestimmung finden. Eine lebende Seele ist stärker als jeder tote Mann. Der Geist in diesem Schwert kann flüstern, was er will. Er wird Armag nie wieder beherrschen. Okay, das finde ich jetzt ein bisschen blöd, dass man nicht konkret irgendwas von ihm fordern oder erwarten kann. Wir müssen ihn jetzt, können ihn jetzt nur so allgemein freilassen, in der Hoffnung, vielleicht in Zukunft was von ihm zu bekommen. Können wir noch was fragen, was Neues? Ah, nee, das sind die alten Geschichten. Tja, Leute, töten oder freilassen? Der Vorteil des Tötens wäre, dass wir vielleicht dieses Schwert bekommen, aber jetzt mal ehrlich, okay, dieses Schwert würde jetzt niemand von uns im Moment führen, vielleicht Amiri. Und außerdem scheint dieses Schwert ja doch irgendwie so mächtig zu sein, vielleicht sogar verflucht zu sein, dass ich bezweifle, dass wir das wirklich nutzen würden. Insofern, wisst ihr was, ich vertraue mal diesem Typen und ich glaube, der hat wirklich was gelernt und der scheint ein loyaler Typ zu sein, wenn auf sein Wort scheint Verlass zu sein. Insofern sagen wir tatsächlich, ihr seid frei, geht, findet eure eigene Bestimmung. Vielleicht kommt er ja nochmal uns irgendwann zur Hilfe. Okay. Jener, der Armags Leben in den Händen hielt, hat es nicht genommen. Das darf nicht vergessen werden. Wir sollten uns verbrüdern. Lasst uns Blutsbrüder sein. Armag zieht die Klinge von Auvernbahn über seine Handfläche und reicht ihr seine blutende Hand. Ja, doch, genau. Das ist das, was wir eigentlich wollen. Los, Waylon macht das. Es war nicht so seine Art, aber um diesen mächtigen Verbündeten zu erhalten, macht er das mal. Also, Brüder. Du fügst dir mit der Klinge des alten Schwertes ebenfalls einen Schnitt zu und schüttelst Armags Hand. In diesem Moment blickt er dir zum ersten Mal in die Augen. Brüder. Oh, ich denke, ich habe eine Träne aus meinem linken Auge vergossen. Ich und meine Gefühle. Was für ein herrliches Finale für die Geschichte. Ich kann es kaum erwarten, sie niederzuschreiben. Armag steckt Auvernbahn in die Scheide und verlässt das Grab. Okay. Wow. Dass das so endet, hätte ich nicht erwartet. Wir können jetzt die Zukunft der Tigerherren oder sollen in Erfahrung bringen. Sieg, der wahnsinnige Häuptling ist für unser Land keine Bedrohung mehr. Aber was ist mit seinem Stamm? Werden seine Krieger in Numeria bleiben, nun da sie ihres Anführers beraubt sind? Oder werden sie sich aufs Neue sammeln, um gegen eine unserer Verbündeten oder uns selbst in die Schlacht zu ziehen? Damit wir nachts ruhig schlafen können, müssen wir die Tigerherren aufsuchen, um herauszufinden, was sie zu tun gedenken. Ja, aber ihr Häuptling, der lebt ja noch, ne? Vielleicht akzeptieren sie ihn jetzt in dieser gewandelten Form. So, schauen wir mal, was hier rumliegt.
was wir mitnehmen können. Ein Himmelsmetall-Zahnrad war noch wieder mit dabei. Okay. Gut. Soweit erstmal dazu. Dann schauen wir uns natürlich hier noch im Raum weiter um, was wir hier noch so finden. Fluch der Schwäche. Das lassen wir liegen und das... hier haben wir noch einen Lederfetzen. Sehr gut. Jetzt haben wir aber einige dieser Lederfetzen gesammelt. Vielleicht reicht das ja schon. Diese Barbaren hatten ihr Vertrauen in ihren großen Häuptling gesetzt und sind durch seine Hand gefallen. Ja. So, die haben wir uns noch nicht angeschaut. Okay, mal gucken, ob es... Ah ja, schaut mal. Hier gibt es noch einen geheimen Raum. Okay. Eine geheime... sehr schön. 3700 Goldmünzen. Das sieht man gern. Was macht diese Ecke? Da scheint kein Geheimnis mehr zu sein. Außer noch ein Bogenschütze, der da rumliegt. Okay, liebe Leute. Dann ist jetzt der Moment für... die Pause gekommen. Wir werden natürlich noch diesen geheimen Raum erkunden und dann hier weitergehen. Kommt da möglicherweise... Also wo war eigentlich dieses Schwert gelagert? Vielleicht ist das erst der Vorraum des eigentlichen Grabes gewesen. Das würde mich nochmal interessieren, wie das dort aussieht. Naja, also schauen wir mal. Bis zur nächsten Folge. Bis dann, macht's gut, euer Steinballen.